Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Zeig uns. Ich zeige euch heute Bioshock Infinite. Bioshock Infinite, das neue Spiel der Bioshock-Macher, das ist mal wieder ein richtig gutes Bioshock. Also Bioshock 1 war ja schon richtig Hammer. Bioshock 2 wurde nicht von denselben entwickelt und war auch nicht so der Brüller. Das war ein ganz gutes Spiel, aber nicht wirklich was Außergewöhnliches. Und Bioshock Infinite ist jetzt der dritte Teil, der über den Wolken spielt. Den Grund, warum ich das jetzt gerade an dieser Stelle starte, ist, ich habe hier zum ersten Mal die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Rissen auszuwählen. Und wer Bioshock etwas in den Medien verfolgt hat, der hat bestimmt mitgekriegt, dass diese Elizabeth, diese hübsche junge Dame hier, einen begleitet in Bioshock Infinite. Das dauert aber einen Moment, bis man die überhaupt trifft und dass die dann mit einem mitkommt. Soweit bin ich jetzt schon mal. Ich versuche so wenig Spoiler wie möglich hier reinzupacken. Darum wird das Ganze vermutlich nicht allzu lange dauern, bis ich das wieder abbreche. Und hier sehen wir jetzt schon, ich hatte hier am Anfang, waren hier alles Feinde und ich hatte die Auswahl, möchte ich hier oben diese Haken haben oder möchte ich diese Figur hier haben mit dem, ich kann das mal hinzaubern, glaube ich, genau, oder möchte ich diese Abwehrfigur haben, die dann auf meine Feinde schießt. Und ich kann hier zwischen diesen Dimensionsresten hin und her wechseln. Das später geht das dann nicht mehr. Das ist wohl nur jetzt zu Beginn. Und so erhalte ich dann halt verschiedene Zutritte zu Levelabschnitten, die ich sonst nicht erreichen würde. Oh, da ist auch wieder ein neuer. Ah. Mit dem mal hin. So, das ist jetzt eine Figur. Magazinvergrößerung brauche ich nicht. Oh ja, gerne. Klasse. So. Hier unten links haben wir anstelle der Plasmide, die man im ersten Teil hatte, kann man sich jetzt diese Fähigkeiten da anordnen. Also man hat zwei Fähigkeiten, man kann aber auch wechseln. Die zwei kann man schnell wechseln, indem ich Q drücke. Kann ich immer hin und her wechseln. Und wenn ich eine davon auswechseln möchte, also komplett, dann drücke ich eine Zahl, eine andere. Und schon habe ich dann eine Fähigkeit, die ich vorhin gar nicht hatte, die ich aber schon mal aufgesammelt habe. Momentan sind wir jetzt hier an einem Ort, an dem ich ein, ja, halt ein Maul, an dem ich eine neue Fähigkeit sammeln muss, diesen Schock-Jockey. Genau. So, jetzt haben wir hier nochmal zwei Figuren. Schadensboost, Präzisionsboost brauche ich alles nicht. Teufelskuss oder Beherrschung billiger. Diese Figuren, die sind, das ist sowas wie in Teil 1. In Teil 1 gab es doch diese Verkaufsautomaten, die man hacken konnte. Hacken kann man jetzt hier nicht mehr. Also, währenddem ich erkläre, gucke ich mir mal schnell das an. Hacken kann man hier nicht mehr. Dafür kann man mit der ersten Fähigkeit dann diese Figuren, alle nichtmenschlichen Figuren beeinflussen, damit die dann freundlich sind. Und die Figuren geben mir dann immer ihr Geld oder halt ein bisschen Geld. Zudem kommt noch dazu, dass diese Elizabeth, also der Charakter, ist wirklich gut in die Story integriert. Das ist ein Hauptcharakter und ein Begleiter zugleich. Die findet dann auch immer wieder mal Geld und Munition und kann mich auch ein bisschen heilen. Also die unterstützt einen wirklich gut. Und die ist auch nicht nervig. Also ganz am Anfang kommt dann auch gleich der Text, dass diese Elizabeth ganz gut auf sich selbst aufpassen kann. Und man nicht dauernd auf sie aufpassen muss oder sie beschützen muss. Was ich ganz gut finde. Also das ist wirklich mal ein Begleiter, der nicht stört. Was sonst eigentlich eher selten ist. In diesen kleinen Kästen wird immer
Hintergrundgeschichte erzählt. Da habe ich bis jetzt alle Kästen, die ich gesehen habe, ich hoffe, das waren alle, die es überhaupt gibt, geguckt. So, mit diesem Geist, da sehen wir jetzt, diese zwei Automaten habe ich jetzt gerade freundlich gestimmt und dann droppen die ihr ganzes Geld. Genug habe ich jetzt leider noch nicht. Das Beherrschung billiger werden noch was. Das kostet aber 1643. Das ist eine ganze Menge. Dafür sammelt man schon eine ganze Weile. Also, wenn wir hier sehen, kostet eine Magazinerweiterung 275 zum Beispiel. Oder dann halt 300 was. Oder 200. Also, dass ihr so einen Vergleich habt. Beugte Comstock das Knie und sah in seiner Brust. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der Heulen und Schreien nach Kriegswald noch nie auf einem Himmel beugte Comstock das Knie für und sah in seiner Brust. Blechmänner, Bucke, dazu wird Comstock uns machen. Mit Räten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. Genau, es geht hier um diese Blechmänner, also die ich dann halt, das da wäre jetzt so ein Blechmann zum Beispiel. Eieiei. Da muss ich jetzt aber gucken, dass ich das überlebe. Das ist jetzt auch schon ein sehr starker Gegner eigentlich. Also normal gibt es dann halt die normalen Menschen, die Polizei, die einen da kaputt schießt. Und das hier ist jetzt so ein Mensch. Ah, Salze. Uiuiui. Geschafft. Klasse. Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Bla bla bla. Gib uns einfach, was wir brauchen. Genau. Also, diese Elisabeth, die kann auch noch ganz anderes Zeugs. Schloss. Außer den Rissen. Das wird nicht lange dauern. Die kann, was ist denn das hier für eine Straße? Fertig. Die kann hier auch Schlösser knacken. Also die ist wirklich bei allem Möglichen behilflich. Oh je, da brauche ich noch mehr Lockpicks. Das Level-Design ist auch wirklich der toll gemacht. Wurde geplündert. Da gibt es keinen Shock-Jockey. Slade muss es mitgenommen haben. Da. Oh. Und sie weist einen auch immer wieder mal auf irgendwas hin. Ist das? Slade. Er ist hier. So. Also, kann sein, dass ich jetzt dann das Ganze schneide, weil ich mir nicht sicher bin, ob hier gleich Story-Spoiler kommt. Zudem, wenn ich jetzt nicht weiter weiß, wo ich hin soll, kann ich einfach N drücken und dann erscheint so ein Pfeil am Boden. Das ist ganz gut gelöst. Das ist wirklich auch, naja, hilfreich und nicht irgendwie was... Cheaterhaftes. Schiffe. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein! Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Das Schwein!
So. Es gibt auch immer wieder mal, also es gibt recht viele Kämpfe in Bioshock Infinite. Und diese Kämpfe, ich finde die wirklich gut gelöst, also es macht schon Spaß, diese Kämpfe, und sie sind auch schön abwechslungsreich. Man, mit den ganzen Fähigkeiten, die man dann hat, muss man halt dann gucken. Das Trefferfeedback ist auch, das Trefferfeedback ist auch wirklich schön gemacht. Also eine Schrotflintenladung und der Gegner ist tot. Headshots machen viel mehr Schaden als normale Schüsse. Jetzt schiebt sie mir Gesundheit zu. Das Rollenspiel. Der Bukate, den ich kannte. Lechmann! Lechmann! So, da kommt wieder so ein Blechmann. Ich spiele das Ganze auf schwer. So, ich spiele das Ganze auf schwer, deshalb ist es etwas schwierig, auf Lager, während deinem Kampf zu reden und das Ganze zu erklären. Och, jetzt kommt dann noch mehr. Wahrheiten sind offensichtlich. Ernte, was du gesehen hast. Eieiei. Bitte! Vielen Dank! Hey. Oh, der ist richtig stark. Da kann ich auch gut demonstrieren. Das mit dem Sterben ist ja nicht ganz so. Also die Elizabeth, die holt einen dann aus dem Tod zurück. Meist kostet das dann etwas Gold. Oder Geld, sozusagen. Aber sonst hat es nichts wirklich Schlimmes an sich. Also es zieht euch nicht irgendwie sonst was ab. Ah, oh Mist, ist ja leer. Und die Gegner sind dann teilweise wieder am Leben. Also man muss dann halt schauen, wie weit man da zurückgeworfen wird. Aber meistens sind dann nur die letzten 2-3 Gegner wieder da. Also nichts Schlimmes. Und Sterben ist hier wirklich nicht stark bestraft. Macht schon Sinn so. Zudem gibt es noch, wie in Teil 1, hier diese Hörspiele wieder. Ich sind verloren. Ach so, und hier habe ich jetzt so eine Infusion gefunden. Und das ist ein anderer Teil des Rollenspiel-Aspektes von Bioshock Infinite. Ich kann mir die Gesundheit boosten oder mein Schild. Das Schild ist so ein Schild gegen Kugeln, also alles, was auf mich zufliegt, wird dann von dem reflektiert oder nicht reflektiert, aber abgewehrt. Das ist wie ein Magnetfeld um mich rum. Oder ich kann dann auch die Salzinfusion erhöhen, also damit ich mehr
zaubern kann, ohne dass ich leer bin. Und ich baue jetzt einfach immer das Schild Infusion aus. Das bringt am meisten von mir aus gesehen. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Es war doch hier noch irgendwo ein Tresor, den ich noch nicht geöffnet habe. Den ich jetzt noch gleich öffnen möchte. Auch wenn das etwas langweilig ist, aber so vermeide ich auch ein bisschen Story-Spoiler. Als wenn ich da durchrushe. Ah, hier ist er, genau. Ich bräuchte hier Hilfe. Ich probier's mal. So, und die Kleine macht uns das Ganze einfach so auf, ohne irgendwas. Klasse. Und wir können wieder raus und weiter geht's. Also, das, die Story, also nee, die... Oh, die RPG-Elemente. Ach so, das war jetzt vom Blitz. Die RPG-Elemente beschränken sich auf Waffen ausbessern, HP und Schild und Infusionsaufbesserung, dann diese Fähigkeitenverbesserung, also diese Fähigkeiten, die man hier hat. Und auf was beschränkt sich noch? Ach genau, man kann Kleidungsstücke anziehen, die einem dann verschiedene Vorteile bieten. Oh shit. Eieiei. Wie ich vorhin schon sagte, das Schild, das ich oben links, das ihr da seht, ich bessere immer das aus, weil HP ist ganz gut und recht, wenn ich da mehr davon habe. Aber das Schild lädt sich immer wieder auf mit der Zeit. Das ist wie bei Halo zum Beispiel. Bei Halo ist es auch so, dass man ein Schild hat. Dann muss man erstmal das kaputt schlagen. Und sobald man das kaputt hat, zieht man dem Gegner seine HP ab. Ach ja, es gibt keine Munition mehr. Dann zieht man HP ab. Und sobald das Schild dann wieder auflädt, muss man das erstmal wieder runterschießen. Also von mir aus gesehen ist Schild schon das Hilfreichste. So, hier noch schnell alle Sachen einsammeln. Hätte ich die Gegner jetzt da auch durchlocken können? Eventuell schon. Das habe ich jetzt noch gar nicht probiert. Das könnte man auch noch mal probieren. Hier war ich glaube ich schon. Brauchen wir Geld? Danke sehr. Gut. Und wie ihr jetzt auch schon gesehen habt, also die hilft wirklich auch schön mit. Die sucht mir irgendwelche Munition, Rüstung, HP, wenn ich low bin und so weiter. Ah, hier könnte ich den Karabiner wieder aufnehmen. So. Und wenn man sich hier etwas umschaut, es lohnt sich wirklich, denn es gibt in jeder Ecke irgendwas zu finden. Irgendwie Salze oder HP oder Münzen, irgendwas findet man immer. Und die Welt an sich, die ist wirklich schön stimmig gemacht. Ich hoffe, ich bin bald draußen, damit ihr die Außenlevels auch noch sehen könnt. Die Levels sind teilweise offen, aber trotzdem auch noch geführt, also es gibt keine richtig offene Welt, was ich ganz gut finde. Es ist wirklich gut gelöst, so wie es jetzt ist. So. Super, Achtung! Perfekt getan. Kann ich das kaputt machen? Ah ja. Ach so, okay. Also die sind jetzt auch nicht zu mir gekommen. Ich weiß es nicht, warum die nicht näher gekommen sind, ob das einfach so war oder weil die
Strahlen dann noch am Boden waren. Kann ich jetzt nicht genau beurteilen. Die KI in dem Spiel ist wirklich auch intelligent. Also sie sucht Deckung. Und ja, sie verhält sich nicht, eigentlich relativ gut. Du bist ja noch nicht fertig, Soldat! Schön leer essen den Teller! Bring's zu Ende! Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! So. A bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Das sind immer die kurzen Intro-Videos zu den neuen Fähigkeiten, die man da kriegt. Und in diesen Flaschen sind dann diese Fähigkeiten drin. Die Flaschen, und das ist kein wirkliches Geheimnis. Also das hat man auch schon in den Trailern und so gesehen. So, Enter. Ja, ja. Und dann wird auch immer noch kurz erklärt. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. So. Da gucken wir noch schnell hier rein. Und hoffentlich geht's dann auch gleich wieder in die Außenwelt. In die Lüfte. Ach so, das ist hier draußen. Also hier geht's raus. Mal kurz gucken, ob ich da in die andere Richtung noch schneller kann. Vielleicht gibt's da noch was Schönes, das ich auch noch brauchen kann. Aha. Hier ist wieder der Anfang, wo wir vorhin waren. Mit den ganzen Elektrominen. Also gehen wir hier raus und dann schauen wir uns mal die Luftbahn an, die es hier gibt. Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. So, gucken wir, dass wir hier rauskommen. Lange kann es nicht mehr dauern. Das Backtracking wird eigentlich auf ein Minimum beschränkt. Also hier bin ich zwar jetzt reingekommen, laufe das alles wieder zurück. Aber wie ihr sehen könnt, dauert es ja nicht lange, bis ich da wieder draußen bin. Also, oh, jetzt kommt da wieder so einer. Eieiei. Also hier geht's schön ab. Ich habe nicht. Salze, wie sieht's aus? Ja, hier, was als? Gut. Hier hast du nicht drauf. Das war jetzt gerade etwas überwältigend, die Situation. Das war etwas hektisch jetzt. Aber geht schon. Und auch die Geschichten und so sind wie in Teil 1, also, oder Teil 2, immer schön gelöst. Und man hat ja dann auch immer solche Kulissen, und die ganze Geschichte erzählen. Es ist ganz schön gelöst. Ach man. So. Nahkampf gibt es auch. Ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine.
Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. So, jetzt sollte ich hier mit dieser Kraft... so. Genau. Man hat ja hier auch den Skyhook gekriegt, ziemlich früh schon. Und mit diesem Skyhook kann man sich dann selber an diese Bahnen schwingen und dann... Hier, jetzt sind wir draußen. Klasse. Oh Mist. Mehr habe ich im Moment nicht. Was soll das? Kämpfen wir selber gegeneinander. Hab ich jetzt gerade was verpasst? Oh Mann. Danke. Umso länger man draufhält, umso ungenauer wird es halt dann auch. Ist wie bei anderen Spielen. Counter-Strike und so. So. Hier gibt es noch Munition. Ah, Präzisionsgewehr, klasse. Komm her. Das Thema ist auch anfangs des 19. Also Anfang 1900. Auf ihn! So 1912 oder so, glaube ich. Und demnach sind dann halt auch die Sachen etwas altbacken. Aber der Stil ist wirklich schön gewählt und ist auch stilsicher. So. So. Und jetzt kann ich mich hier an diese Seile schwingen. Also in die Richtung kann ich jetzt nicht, weil da noch Sachen drin sind. Aber in die Richtung geht. Und dann kann ich mit diesem Skyhook da schön ran und kann auch immer schön wechseln. Das ist ganz schön dynamisch. Und kann dann auch mal diese Typen da angreifen mit dem. Und kann die Typen dann auch so... Oh oh. Dieser Typ da, dem scheint das nicht so viel auszumachen. Eieiei. Ja, bring ihn schnell her. So, das ist auch so, auch aus einem Dimensionsriss, dieser Typ. Und wie ihr sehen könnt, sind diese Dimensionsrisse ganz schön praktisch. Also, die sorgen dann schon dafür, dass der ordentlich aufgeräumt wird. Aber man muss halt alles zusammen rechtzeitig sehen und man muss sich dann auch schnell entscheiden können. Also hier in dem Kampf hätte man jetzt, wenn man sich nicht umgeschaut hätte, ihn gar nicht gesehen. Du hast keine so. Alles okay? Das war sicher nicht leicht. Jetzt konnte ich da hier noch Medikin holen. Aber klar. Danke sehr. Und jetzt muss ich mich dann auch mal nach Munition und so umgucken. Die kann man auch kaufen, aber bis jetzt bin ich ohne Kaufen durchgekommen. Also ohne Munition kaufen.
Ich habe nur Verbesserungen gekauft und das ging ganz gut bis jetzt. Ach so, das ist wieder der Anfang. Mal gucken, ob ich hier noch was finde. Mal ein Lockpick. So, da. Okay, dann gucken wir mal. Immer wenn ich was trinke, dann laufe ich nachher für 4 Sekunden schneller, weil ich da den dazugehörigen die Hosen da geholt habe. Mit diesen Hosen gibt es dann halt das als Bonus. So, gucken wir mal. Also die Elisabeth, die folgt mir auch schön. Mal schauen. Sind wir, glaube ich, wieder hier am Anfang, wo ich hin musste. Was zeigt mir der Pfeil? Ja, genau. Und da hinten hat schon wieder neue. Oh. Ich hätte vielleicht den da abschießen sollen. Eieiei. Das Spiel soll anscheinend so 10 Stunden lang sein. Und man, also den Tipp, den ich da gekriegt habe, ist, man soll sich wirklich Zeit lassen und alles angucken. Also jede Ecke angucken, damit man halt länger Spaß am Spiel hat. Weil es anscheinend wirklich genial sein soll, der Story. Bis jetzt ist sie wirklich auch toll. Und das Spiel ist ganz schön durch choreografiert. Es hat praktisch keine Leerzeiten. Also man hat immer irgendwas zu tun. Und es hetzt einen von einer Sie sind alle weg. Situation in die nächste, was das Ganze auch spannend macht. So, hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Hier wäre noch Öl am Boden gewesen. Das hätte ich auch entzünden können. Und dann wären alle Feinde da drin halt verbrannt. Ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker. Wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. So, Munition brauche ich jetzt keine. Ja, bräuchte ich schon, aber hole ich mir jetzt keine. Hier war ich, glaube ich, auch schon. Und gehen wir noch da drüben die Leichen plündern. Wenn man das immer schön plündert, dann sollte man eigentlich immer mit Munition gefüttert werden. Hier, gut aufheben. Danke sehr. Ich danke dir. Waffen kann man auch nur 2 mitnehmen. Also ich habe jetzt hier diese 2. Und ich könnte jetzt wechseln zur Pistole. Dafür muss ich aber dann eine Waffe liegen lassen. Immer die Waffe, die ich ausgewählt habe. Und nicht die andere aufnehmen, die lasse ich liegen. Das heißt, ich kann beliebig die Waffen wechseln. Ich bin da nicht gebunden an eine starke und eine schwache Waffe oder sowas. Da, mein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Was für ein Turm? Ach so. So, hier ist nochmal Employees. Und da bräuchten wir 3 Lockpicks. Das ist einer zu wenig. Wenn man sich lange genug an einem Ort befindet, dann findet sie auch irgendwas. Hab ich es jetzt aufgenommen? So. Da gibt's nichts mehr. Bevor ich jetzt hier weitergehe. Ihr habt jetzt eigentlich die Grundlagen des Spiels so ziemlich alle gesehen. Also ich bin ja hier in der Stadt über den Wolken. Und bevor ich hier weitermache und irgendwelche Story-Twists euch zeige, die ich nicht zeigen möchte, mache ich mir mal lieber fertig. Kann ich hier noch irgendwo hin? Muss er wieder auf den Boden? Nicht wirklich. Dann mache ich hier mal fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste
Zeig uns wird auch nicht zu lange auf sich warten lassen. Ich habe in den... Also ich habe jetzt frei diese und nächste Woche. Und deshalb werde ich dann vermehrt auch was Zeig uns zeigen und euch ein, zwei Dota-Lernvideos präsentieren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hey, da ist dein Lockpick. Und bis zum nächsten Mal.